steht jetzt im Haus. Ja gut, das entspricht ja der griechischen Mentalität. Genau. Deshalb konnte das möglich sein, auch noch zu werden. Ja. Aber das Witz hier kann man sehen. Wenn wir in einem Geburtstag öffnen, da waren wir immer da, wenn wir Weihnachten treffen, da haben wir einen Kaffee seit bestimmt seit 2 Jahren hier mit dem Kunden. Noch mehr Schuhe. Alter, die war überkrass. Da fahren wir doch in, am 23. April sind wir wieder. Was macht er da? Da ist wieder Treffen unserer Studiengruppe. Jetzt weiter. Ja, wieder in die Mitte. Das sind schon unsere Separate in unserem schönen Raum da. Wahrscheinlich nur 3 Stunden schlafen und sich ankaufen. Und wenn ihr dann so vielleicht früher Nachmittag oder so. Ja, ja. Können wir denn das Auto da 14 Tage vor der Tür stehen lassen? Ja, wir müssen nur. Wir sind ja nicht alles. Wir müssen einfach, wir haben auch kein Problem. Wenn ihr tagsüber kommen, ist das sowieso nicht. Also tagsüber sind hier alle Parkplätze leer. Das fühlt sich ja erst abends. Das heißt, wenn ihr. Meinst du, da steht da relativ super Parkplätze? Ja, klar. Ja. Ich bin nicht da. Also gut, ich bin natürlich die ganze Zeit wahrscheinlich da, aber im Normalfall sollte da nichts passieren. Ich meine, klar, wir können ihn auch für 100 Euro ins Parkhaus stellen. Das müsst ihr halt selber wissen. Aber ich denke mir, da passiert nicht, wir lassen den Schlüssel da, wenn irgendwas ist. Ja, das sowieso. Weißt du, wenn da irgendwelche Straßensachen sind oder so, dann fahre ich den weg. Oder fährst du mal ein Stückchen vor und hin? Ja.
als ich halt in Hawaii war, war doch auch ein Aufwand, was ich dann auch drei Wochen.